Die hatten so viele Schafe und dann heißt es für jeden Deichbruchmarker, den du dann am Ende hast bei dieser finalen Sturmflut, musst du dann ein Schaf abgeben. Das haben die locker aus einer Hütte, haben die einfach die Schafe. Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter und Kron. Heute mit Das tiefe Land. Bei Feuerland ist es erschienen. Die Autoren sind C. und R. Pappenheimer und das Ganze ist aus der Uwe Rosenberg Collection. Das heißt, er hat da ein bisschen mitgearbeitet, ein bisschen mit überarbeitet. Das Ganze ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler, dauert 50 bis 100 Minuten. Ab 14 Jahren wird es empfohlen und es entführt uns an die Nordseeküste, wo wir einen Bauernhof betreiben, Schafzucht betreiben. Man hört es auch in meiner Stimme, es können recht frisch werden an der Nordsee. Ja, ja, du hast ja beim Schafzüchten erstmal eine Grippe eingefangen. Zu wenig angehabt, ja, wahrscheinlich barfuß durch den Schlamm gewartet. Weil das Problem ist tatsächlich, das kann sehr feucht werden hier, das tiefe Land. Das ist nämlich direkt hinter dem Deich, wo wir unsere Schafbauernhöfe da betreiben. Und das ist so ein bisschen, was wir hier so gemeinsam halt auch machen müssen. Die Flut zurückhalten, die da anrückt und anschwellen wird, und wenn man da sich nicht genug am Deichbau beteiligt, dann wird quasi der eigene Hof überschwemmt und das ist nicht gut. Ist nicht gut. Genau. Das tiefe Land ist ein Expertenstrategiespiel, erstmal so zur Schwierigkeitsstufe. Liegt ungefähr, ja, bei der im Schwierigkeitsgrad so bei den komplizierten Rosenbergs, also Aller Erde fällt einem natürlich sofort einem auch aufgrund des Themas, aber auch ja, sowas wie Caverna oder Agricola oder Nysfjord. Das liegt alles so in dem Bereich. Es ist ein Worker-Placement-Spiel. Wir haben hier so lustige Arbeiter. Schon mal gleich der erste kleine Gag, dass die unterschiedliche Stärken haben. Wir haben Zweier- und Dreier- und Vierer-Arbeiter. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wenn man die dann einsetzt, dann gibt es unterschiedlich starke Effekte, je nachdem welchen man nimmt. Hauptgag des Spiels ist aber, dass es so eine kleine, ja, ich würde nicht sagen kooperative, aber so eine semi-kooperative Komponente in dem Spiel gibt, nämlich den Deichbau. Diesen Deichbau machen wir zwar trotzdem auch alleine, aber er betrifft halt alle Spieler, weil je nachdem, wie viel man sich am Deichbau beteiligt hat, ist es schlimm oder mehr oder weniger schlimm, wenn der nach jeweils bricht beim Gezeitenwechsel. Wir haben eine Abfolge von ja so 3 größeren Phasen. Am Ende gibt es immer einen Gezeitenwechsel und da wird geguckt, bricht der Deich oder nicht. Wenn er hält, kriegen alle Spieler Belohnung, je nachdem auch wie weit sie auf so einer Leiste vorgerückt sind. Und man rückt eben vor, wenn man sich am Deichbau beteiligt. Bricht er, kriegt man eine Bestrafung. Auch abhängig davon, wie man auf der Leiste vorgerückt ist. Und man kann sich schon vorstellen, hat man am wenigsten Ball getragen, kriegt man am meisten dieser Deichbruchmarker. Wobei dann der Gag auch irgendwie ist, am Schluss gibt es nochmal so eine Art ja, Sturmflut, also eine besonders starke Flut. Und da wird dann final nochmal geguckt, ob der Deich hält. Und wenn er dann hält, dann werden diese ganzen Bestrafungschips, die wir möglicherweise gesammelt haben, einfach abgeworfen, ergebnislos. Das bedeutet, egal wie oft der Deich während dem Spiel bricht, schaffen wir es am Schluss, dass er hält, können wir uns auch leisten, da ab und zu eben Bestrafungen zu bekommen. Das ist so, schon mal grob gesagt, so ein bisschen der Gag. Außerdem gibt es so ein ja, Wirtschaftsmodul, das auch mit dem Deichbau zusammenhängt, weil unser Hauptziel ist eigentlich hier Schafzucht zu betreiben. Wir können dann versuchen, die Schafe möglichst gewinnbringend gegen Gold zu verkaufen, was natürlich auch dann die Siegpunkte sind. Und ja, je nachdem, wie der Deichbau auch funktioniert, also ob er Deich oft hält oder oft bricht, verändert sich auch der Schafpreis. Bricht der Deich, wird der Schafpreis am Ende des Spiels, also wenn wir unsere ganzen Schafe dann in Siegpunkte umtauschen, niedrig sein. Einfach weil eben viele Weiden eben überflutet waren und man halt einfach, ich weiß, thematisch irgendwo steht, ich habe es schon wieder vergessen, wie es genau erklärt wird. Auf jeden Fall, bricht der Deich, geht der Preis der Schafe runter. Hält der Deich, kriegen wir mehr Siegpunkte für unsere Schafe. Und das ist eben nochmal so ein Aspekt. Klar, beteilige ich mich viel am Deichbau, habe ich möglicherweise weniger Aktionen, meine Schafzucht voranzutreiben. Gleichzeitig will ich eigentlich möglichst viele Schafe haben, wenn der Deich hält. Also ihr seht schon, da gibt es eben so ein Grunddilemma in dem Spiel drin,
da müssen wir eben gut überlegen, wie wir agieren. Außerdem können wir natürlich noch Gebäude bauen, die uns bestimmte Boni geben, bestimmte Umtauschmöglichkeiten zum Beispiel. Und es gibt auch eine besondere Art von Gebäuden, sogenannten Sturmflutgebäuden. Das sind einfach dann Siegpunktgeneratoren. Am Ende des Spiels darf jeder nur eins von haben. Und das triggert dann am Spielende bei dieser finalen Sturmflut. Aber ansonsten gibt es hier einfach einen klaren Rundenablauf mit verschiedenen Phasen. Und den gehen wir einfach mal gemeinsam durch. Erstmal kurzer Überblick über das Spielmaterial, ein hauptsächliches Spielfeld, wozu wir gleich genau kommen. Dann haben wir hier so einen Schafmarkt, wo wir unsere Schafe dann verkaufen können oder auch neue Schafe kaufen können. Den muss man am Anfang auch immer befüllen, da wo die Schafe aufgedruckt sind. Das wurde jetzt hier noch vergessen. So, sodass man auch quasi direkt am Anfang schon Schafe kaufen könnte, wenn man möchte. Und dann hat jeder Spieler hier noch sein eigenes Bautableau mit so einem Start. Aufstellung hier, zwei Schafe, die da eingezäunt sind, und wir haben hier so ein Tableau, wo wir, fehlt auch noch was, ja, hier so Einzäunungen bauen können. Ihr seht schon, wenn ich das hier jetzt auffülle, drunter ist was abgedruckt. Daran kann man schon sehen, wenn man hier viele Zäune gebaut hat, dann kriegt man auch schaltet man zusätzliches Einkommen frei. Hier oben gibt es noch so Gebäude, die man bauen kann. Auch hier verstecken sich Einkommensmarken drunter. Und hier haben wir noch so einen Hofknecht, mit dem wir unsere Aktionen verstärken können, aber dazu gleich mehr. Hier links sehen wir die Rundenübersicht mit den verschiedenen Phasen. Es fängt hier immer mit einer Gezeitenphase an, dann kommt grün immer eine Arbeitsphase, eine Verwaltungsphase, Arbeitsphase, Verwaltungsphase, Sturmflut, beziehungsweise am Anfang ist es einfach nur Gezeitenwechsel, also wo geguckt wird, hält der Deich, dann geht es wieder von vorne los und ganz oben kommt eben diese finale Sturmflut, die ich schon erwähnt habe. Es geht los mit der allerersten Phase, dem Gezeitenwechsel. Da werden hier drei neue Flutkarten hingelegt, das habe ich jetzt schon mal gemacht. In jeder Verwaltungsphase wird dann eine weitere Flutkarte aufgedeckt werden und ja, gleich die erste Flutkarte wird eben auch aufgedeckt, hier vor der ersten Aktionsrunde. Da ist jetzt eine Zahl drauf, 3, und so viele dieser Flutmarker kommen hier drauf. Man sieht auch auf den Rückseiten der Flutmarker steht immer drauf, in welcher Range, ja, in welchem Zahlenbereich hier die Flutkarte ist. 4 bis 6, also das sind schon starke Flutkarten, mit denen kann man auch, die kann man auch raussortieren, wenn man am Anfang eher etwas leichter spielen will. Aber wir wissen halt, was da so grob auf uns zukommt. Und jetzt können wir uns auch kurz mal den Deich generell angucken. Hier sieht man eben, werden hier diese Flutmarken immer weiter gesetzt. Und drunter wiederum bauen wir den Deich zuerst in der ersten Reihe mit diesen sehr langen braunen Teilen, sodass wir nur 3 Teile brauchen, um sozusagen die erste Reihe bauen zu können. Wenn wir damit fertig sind, geht es aber in der nächst höheren Reihe weiter. Und ihr seht schon, da brauchen wir dann plötzlich 5 Elemente, um diese Reihe vollzukriegen. Und die dritte Reihe wird dann noch schwieriger. Also es wird halt immer aufwendiger, den Deich höher zu bauen, während die Flutkarten quasi in ihrer Intensität immer gleich bleiben. Es wird dann halt einfach gegen Ende des Spiels, aber wir werden natürlich auch stärker, haben mehr Möglichkeiten, immer schwerer der Flut gerecht zu werden, weil da ist es genauso, kommt die Flut hier hinten an, wird einfach die nächste Reihe begonnen und die Flut wird auf jeden Fall dann auch bis zur dritten Ebene steigen zum Ende des Spiels. Weiter geht's mit der ersten Arbeitsphase. Das ist einfach die Aktionsphase. Wie schon gesagt, es ist ein Arbeitereinsatzspiel. Wir haben 3 Arbeiter mit den Werten 2, 3 und 4 und wir haben hier links die entsprechenden Aktionsfelder. Also ich könnte also jetzt sagen, wenn ich dran bin, nehme ich jetzt diesen Arbeiter, legt den hier hin, führt dann diese Aktion aus mit der Stärke 2. Ich kann auch ein gleiches Feld nochmal benutzen tatsächlich. Das kostet mich allerdings ein Gold, also sprich ein Siegpunkt, wenn ich es nochmal mache, wenn da schon 2 liegen, sogar 2 Gold. Aber es sind nicht komplett blockiert, die Felder. Was gibt es jetzt für Aktionen? Recht simpel, hier unten mal von unten nach oben. Hier unten kriege ich einfach neue Baustoffkarten, und zwar so viele wie mein Arbeiter stark ist, in dem Fall 2. Ich habe hier aber von vornherein schon so einen Hilfsknecht liegen, der verstärkt diese Aktion schon mal hier um 1. Also habe ich hier eigentlich 2 plus 1, 3. Und das bedeutet einfach, ich kriege 3 neue Baustoffkarten auf der Hand. Habe ich natürlich am Anfang auch schon welche bekommen beim Spielaufbau. Das ist einfach die Währung vom Spiel, mit der ich alles
bezahlen muss. Gibt es einfach drei verschiedene Ressourcen. Hier habe ich jetzt zweimal Ziegel, einmal Holz und dann gibt es noch Stein. Die nächste Aktion ist einfach Schafe kaufen oder verkaufen. Hier gibt es eben diesen Schafmarkt und ich könnte jetzt, je nachdem welche Stärke ich habe, hier könnte ich jetzt zwei Schafe kaufen. Und ja, in dem Fall gibt es auch, ich muss mich da immer für eine Reihe entscheiden. Wenn ich hier oben kaufe, könnte ich auch nur diese zwei hier kaufen. Wenn die schon weg wären, könnte ich beim Kaufen nur noch hier ein Schaf kaufen. Gleichzeitig könnte ich natürlich auch verkaufen. Wenn es jetzt so aussehen würde, könnte ich hier die oberste Reihe voll machen, also vier Schafe verkaufen. Wenn es so aussieht, könnte ich nur maximal hier in der Mitte drei Schafe verkaufen und die nächsten Spieler hätten dann wiederum weniger Möglichkeiten. Aber sie hätten natürlich, der nächste Spieler könnte natürlich dann auch diese Reihe wieder kaufen. Also so funktioniert hier dieses Schaf, kleine Schaf Ökosystem. Und auch hier bei dieser Aktion könnte ich später im Spiel einen Knecht hinlegen und dann macht es einfach, gibt es mir einen Bonus beim Verkaufen von einem Gold, kriege ich ein Gold oder ich spare ein Gold beim Kaufen pro Schaf. Hier baue ich einfach weitere Umzäunungen, die nehme ich dann hier von meinem Tableau weg. Ich kann so viele Umzäunungen kaufen wieder wie ich Stärke habe, in dem Fall zwei, kostet mich dann eine Rohstoffkarte, allerdings von der gleichen Art pro Umzäunung, also ich könnte die zwei hier zum Beispiel bezahlen, dann könnte ich hier zwei neue Umzäunungen kaufen. Die Umzäunungen funktionieren ein bisschen anders, wie wir es zum Beispiel von Agricola gewöhnt sind. Zunächst einmal ist es so, mein Zaun muss immer dicht sein, weil sonst rennen einfach meine Schafe weg. Das bedeutet, ich muss mir das schon gut überlegen. Ich kann diese Baupunkte hier auch nutzen, um zu versetzen. Also ich könnte auch sagen, ich kaufe nur eins, versetze dafür aber eins. Aber das würde mir jetzt hier in dem Fall nichts bringen. Ich bräuchte eigentlich drei Punkte, um jetzt sowas hier zum Beispiel zu machen. Ja, also so funktioniert prinzipiell das Einzäunen hier. Dann gibt es noch die Aktion Deichbau. Hier muss ich jetzt auch Rohstoffkarten dem Deichbau spenden. Und zwar auch so viele, wie ich hier Stärke habe. Und da ist es so, das funktioniert auch hier über diese obere Leiste. Es wird immer, der Deichbau wird quasi immer mit einer Art von Rohstoff gerade vorangetrieben. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Aktion auswähle, könnte ich zum Beispiel damit anfangen zu sagen, na gut, wenn das jetzt meine Hand wäre, dann könnte ich sagen, ich fange jetzt mal mit Ziegel an. Ich habe Stärke 2 vielleicht in der Aktion, kann ich zwei Baustoffkarten hier spenden dem Deichbau, dann werfe ich die einfach ab und dann habe ich hier diesen Ziegelmarker, der kommt dann zwei Felder hier vorwärts. Und alle Spieler, die jetzt auch nach mir dran diese Aktion auswählen, müssen jetzt erstmal den Ziegeldeich fertig bauen. Das heißt, dieser Marker muss jetzt beim Vier-Personen-Spiel jetzt hier hin. Dann hätten wir es sozusagen geschafft, eines der Deichelemente fertig zu bauen. Mein Nebenspieler kann jetzt nicht sagen, ah, jetzt fange ich aber hier mit Holz an, das geht nicht. Sondern wir müssen erstmal den Ziegeldamm fertig bauen, dann bleibt der auch hier liegen. Weil das nächste Deichteil kann nicht Ziegel sein. Das heißt, wenn es so aussieht, dann haben wir das erste gebaut, ja, das legen wir dann dahin und wenn dann der nächste wieder diese Aktion auswählt, könnte er sich nur noch zwischen diesen beiden hier entscheiden und dann würde das so aussehen, käme der wieder zurück, den lässt man quasi nur hier, um uns zu erinnern, ja, können jetzt nicht mit Ziegel weiterbauen, sondern müssen erst eine andere Art von Ressource wählen. Außerdem ist es so, dass wenn ich diese Aktion auswähle, wenn ich das dann auch gemacht habe, ich habe meine Sachen abgegeben, dann kann ich einen Spieler auswählen, oder muss ich einen Mitspieler auswählen, der sich am Deichbau direkt beteiligen kann. Und der kann dann diese Aktion mit nutzen, kann dann ebenfalls solche Rohstoffkarten spenden, allerdings nicht mehr als ich gespendet habe. Und er darf auch keine Boni benutzen, also keine Knechteffekte und sowas nutzen. Und da kann ich auch ein bisschen taktieren, weil je nachdem habe ich vielleicht ein Interesse dran, dass der Deich schnell gebaut wird oder ich möchte gerade nicht, dass da ein Mitspieler das vielleicht macht. Weil man bekommt als Belohnung hier auch für jede Karte, die man spendet, einen Deichbauschritt auf der Deichbauleiste. Und die sehen wir hier. Das heißt, wenn ich jetzt schwarz wäre und ich hätte zwei Baustoffe gespendet, dann würde ich hier zwei Schritte bekommen. Und da laufen wir halt alle vorwärts. Zum einen gibt es hier solche Boni, die wir dann bekommen, wenn wir da drüber gehen. Bekommt aber jeder, also es ist nicht so, dass das nur der Erste bekommt, es bleibt einfach liegen. Und außerdem seht ihr hier unten solche Zahlen. Und diese Zahlen sind wichtig,
dann später bei der, beim Hochwasser, um zu gucken, wie viel Boni oder wie viel Mali müssen verteilt werden. Es ist relativ einfach, weil beim Hochwasser bekommen wir jetzt Belohnungen, abhängig davon, wie weit wir vom letzten Spieler entfernt sind. Der letzte Spieler, der sich nämlich hier gar nicht beteiligt hat in dem Fall, der geht leer aus. Aber der rote Spieler, der ist sozusagen 1 entfernt vom letzten Spieler, bekommt 1. Das ist natürlich ganz einfach. Der bekommt 2, der bekommt 3. Wenn es jetzt so aussehen würde, würde der halt auch 3 bekommen. Oder wenn der gelbe doch irgendwas gemacht hätte, dann würde der rote jetzt eben auch nur 1 Geld bekommen und die beiden jeweils 2 Geld. Was passiert, wenn der Deich nicht hält? Dann ist es gerade umgekehrt. Dann werden die Leute bestraft. Und zwar bekommt jetzt der letzte Spieler so viele Deichbruchmarker, wie er Abstand zum Vordermann hat. Also in dem Fall kriegt der hier 2 Deichbruchmarker. Er bekommt 1 Deichbruchmarker. Und der vorderste Spieler, also wenn es mal so aussehen würde, der wird auch noch 1 bekommen. Und der vorderste Spieler tatsächlich, der wird verschont, weil er hat immerhin am meisten für den Deichbau getan. Aber wie gesagt, diese Deichbruchmarker sind nur relevant, wenn ganz am Schluss des Spiels der Deich bricht, weil dann müssen wir dafür Schafe, wenn wir nicht Schafe abgeben können, Siegpunkte, also Geld abgeben. Und ansonsten kriegen wir direkt minus Siegpunkte auf unserem Zettel. Also das ist halt das Entscheidende. Am Ende entscheidet sich, ob die Deichbruchmarker wirklich spielentscheidend werden oder nicht. Wir sind noch bei der Aktionsphase. Letzte mögliche Aktion ist einfach hier ein Gebäude zu bauen. Hier haben wir einfach ein Gebäudeauslage. Es gibt 4 verschiedene Kategorien. Es gibt erstmal hier diese grünen Anlagen. Anlagen können wir so viele haben, wie wir wollen. Und es gibt diese braunen Gebäude. Da gibt es dann einmal so Schafgebäude und noch so Arbeitergebäude. Und dann gibt es eben diese Sturmflutgebäude. Davon dürfen wir nur 1 Gebäude haben. Und das wird immer am Spielende erst gewertet. Das hat einen Siegpunktgenerator. Außerdem können wir insgesamt nur 4 dieser Gebäude haben, weil wir nur 4 dieser Gebäudemarker hier besitzen. Das heißt, wenn wir hier so ein Gebäude bauen, dann müssen wir das natürlich auch hier irgendwie hinbauen und markieren das natürlich auch so, dass wir eben dann ein Gebäude verbraucht haben. Kann natürlich auch was freischalten, Einkommen freischalten. Interessant ist, dass hier die Grenzen, diese braunen Grenzen der Gebäude auch als Umzäunung dienen. Das heißt also, möglich wäre dann auch so eine Art von Umzäunung. Ja, das wäre quasi, dann würden die Schafe auch nicht abhauen können. Es gibt Gebäude, da können dann auch noch Schafe auf den Gebäuden gehalten werden. Ansonsten darf bei diesem Spiel eigentlich grundsätzlich immer nur 1 Schaf pro Feld gehalten werden. Es sei denn, es gibt eben auch irgendwelche Gebäude, die das modifizieren, wo dann plötzlich doch mehr Schafe auf einem Feld stehen dürfen. Natürlich kosten die Gebäude auch Ressourcen, das steht hier oben drauf, hier rechts steht dann drauf, wie viele Siegpunkte sie am Ende geben und natürlich der Effekt, das gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, ihr könnt euch vorstellen, da gibt es auch die ganze Bandbreite, die man auch von solchen Spielen her kennt. Das war's mit der Aktionsphase, die wird natürlich reihum umgespielt, immer kann einer einen Arbeiter einsetzen und dann kommt die Verwaltungsphase, da wird dann einfach ein paar Sachen werden da abgehandelt. Zunächst einmal kommt es zur Schafvermehrung, auch eine bekannte Mechanik, hier ist es so, für jedes Schafpaar, was wir haben, kriegen wir einfach 1 Schaf hinzu. Wir müssen es aber auch gleich unterbringen können. Wenn wir also nicht vorgebaut haben hier mit unseren Einzäunungen, dann haben wir leider nichts von der Vermehrung. Dann gibt es Einkommen. Jeder hat hier aufgedruckt ein Grundeinkommen von einer Baustoffkarte. Aber wir können natürlich hier weiter freischalten. Ich habe hier jetzt zum Beispiel noch eine weitere Baustoffkarte freigeschaltet. Und dann gibt es hier noch weitere Sachen. Das Symbol bedeutet immer, dass ich hier entweder meinen zweiten Knecht einsetzen kann, um eine Aktion zu verstärken. Oder wenn ich später nochmal so Symbole kriege, könnte ich die Knechte auch verschieben. Also ich kann auch das erste Symbol dafür nutzen, ihn zu verschieben. Das würde aber wahrscheinlich niemand machen. Und ihr seht schon auch hier, wenn ich die Gebäude gebaut habe, kriege ich hier auch noch so ein Geldeinkommen, also einfach ein Siegpunkteinkommen. Hier kann ich es mir aussuchen, wenn ich das freigespielt habe, was ich da in der Einkommensphase bekommen möchte. Dann kommen einfach die Bauern zurück, also die liegen natürlich nach am Ende der Aktionsphase überall rum. Dann kommen die einfach zurück und es kommt zum Startspielerwechsel. Der Schafmarkt wird zurückgesetzt, so wie er jetzt ist. Das heißt, wenn hier alle verkauft haben, alles voll ist, kommt das halt weg. Ist hier alles leer gekauft, wird es eben auch aufgefüllt. Wie gesagt, Startspielerwechsel und dann gibt es einfach neue Flutkarten, weil nach dieser Aktionsphase würde das so... Und dann wird einfach die neue Flutkarte aufgedeckt. Zack, und da seht ihr auch schon, es ist halt quasi so am Anfang hier. Und es werden halt 3 Flutkarten aufgedeckt.
dann kommt es zum Hochwasser und es wird geguckt, ob der Deich hält. Was sozusagen die Spieler davon haben mit dem Deichbruch, das habe ich ja schon erklärt, aber eine Sache fehlt noch, und zwar wird dieser Marker hier auch verschoben, je nachdem, ob beim Hochwasser der Deich hält, dann wird er nämlich hier in die Richtung verschoben, oder ob er bricht, dann wird er in diese Richtung verschoben. Und was bedeutet das jetzt? Hier sind zwei Zahlen abgedruckt und die obere Zahl gibt an, wie viele Siegpunkte jeder Schritt hier auf diesem Deichbauleiste nachher in Siegpunkten gezählt wird. Das heißt, jetzt am Anfang, wenn es so enden würde, würde man hier, wenn man hier am Ende landet, 17 Siegpunkte für diese Deichleiste bekommen und man bekommt 3 Geld, also 3 Siegpunkte für jedes Schaf, was man dann bei Spielende hat. Und außerdem natürlich auch nicht nur beim Spielende, hier dieser Schafpreis, der gilt auch, wenn wir während dem Spiel Schafe kaufen oder verkaufen wollen. Und man sieht eben, wenn jetzt zum Beispiel der Deich bricht, dann wird es plötzlich wertvoller hier, diese Deichpunkte, ist auch klar. Es wird halt belohnt, dass die Spieler sich jetzt mehr anstrengen, dass der Deich auch mal hält. Ja, also hier ist es plötzlich eben, und gleichzeitig sinkt der Schafpreis. Also wenn alle Spieler sich nicht um den Deich kümmern, dann wird definitiv hier am Ende des Spiels so aussehen, dann wird man viele Punkte kriegen für die Deichleiste, wo wenig Spieler vorwärts geschritten sind, und wenig Siegpunkte für die Schafe, auf die sich alle Spieler konzentriert haben. Und genau das Gleiche, wenn der Deich halt viel hält, dann wird plötzlich diese Deichbauleiste gar nichts mehr wert. Das ist auch interessant. Also zu viel für den Deich machen bringt auch nichts, weil plötzlich gibt es gar keine Siegpunkte mehr für die Deichleiste, und dafür kriegt man richtig Siegpunkte für die Schafe am Ende des Spiels. Und natürlich auch schon währenddessen, wenn jetzt zum Beispiel in der ersten Runde gleich der Deich hält, dann ist es schon recht lukrativ, dann auch Schafe schon während dem Spiel zu verkaufen. Und man spielt dann eben diese drei großen Phasen durch, immer halt zwei Arbeitsphasen, zwei Verwaltungsphasen, dann gibt es wieder Hochwasser und ganz am Schluss eben die Sturmflut, die eigentlich auch nur ein Hochwasser ist, nur mit eben diesem kleinen Zusatz, dass zum einen jetzt die Sturmflut Plättchen gewertet werden, also diese Gebäude. Und das sind halt relativ starke Effekte. Ich habe jetzt nur mal zwei als Beispiel rausgesucht. Ist noch teuer, muss man nämlich mit einem Viererbauern hier bauen. Hier gibt es einen Soforteffekt. Wenn man es gebaut hat, würde man hier zum Beispiel gleich zwei Umzäunungen kostenlos bekommen. Und eben hier bei der Sturmflut kriegt man dann nochmal extra Siegpunkte eben für jedes eingezäunte Feld. Oder hier die Bank, kriegt man halt Geld, und am Schluss kriegt man halt für viel Geld nochmal extra einen Siegpunktbonus. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere Varianten davon. Und der Deichbruch ist halt ein bisschen anders. Wenn der Deich hält, dann werden einfach diese Deichbruchmarker abgeworfen ohne Effekt. Wird er gebrochen, muss halt jeder Spieler pro Deichbruchmarker, den er dann hat, ein Schaf abgeben. Hat er das nicht eben Schafe bezahlen mit Siegpunkten, geht das nicht, muss er sogar einfach so Siegpunkte abgeben. Und ansonsten wird dann einfach nur noch die Siegpunkte ausgezählt. Dann werden eben geguckt, was sind die Deichpunkte hier an Siegpunkten wert, was sind die Schafe an Siegpunkten wert. Dann gibt es noch Siegpunkte einfach für die Taler, die man hat, und ein Siegpunkt für zwei Baustoffe und natürlich die Siegpunkte für die gebauten Gebäude. Und der die meisten hat, der hat natürlich gewonnen. Das tiefe Land hat tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt, finde ich, mit dieser semi-kooperativen Deichbaumechanik. Das gefühlt haben wir das zuletzt erlebt bei diesem Catan Game of Thrones, ja, wo man gemeinsam die Mauer baut, so, ja. Genau, wo quasi dieses vertraute Catan-Gefühl jetzt da übertragen wurde. Und dann gibt es halt noch dieses, man muss sich an Mauerbau beteiligen, sonst wird es überrannt. Und das fühlt sich ja tatsächlich so ein bisschen an. Hier ist es natürlich überhaupt kein Catan, sondern es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man so ein Rosenbergsches Landwirtschaftsspiel, das jetzt reduziert auf eine Tierart, zwar als Schafe und so, spielen, und das trifft jetzt quasi auf so eine Game of Thrones Mauer-Mechanik. Also hier eben der Deich mit dem Wasser, das ist auch wirklich schön gemacht, auch vom Material her finde ich das sehr cool. Das ist cool, das Deich, ja. Und diese Wassersteine sind alles so schöne Holzblättchen, das heißt, das Wasser kommt erst in so einer kleinen Welle, wird dann größer und türmt sich dann zu so einer großen Welle auf, und der Deich sollte da Schritt halten, weil sonst wird man bestraft, und das finde ich tatsächlich eine ganz coole Mechanik, die aber, die Erfahrung zeigt, auch eher im Drei- oder Vier-Personen-Spiel greift. Ja. Also im Zwei-Personen-Spiel geht es schon auch, aber da gibt es auch zum Beispiel dieses Problem, dass man muss ja immer jemand
auswählen, der mitbaut beim Deich. Und beim Zwei-Personen-Spiel gibt es ja nur den einen Mitspieler, da gibt es dann auch so eine Sonderregel. Also es ist schon gefühlt eher was für 3 bis 4 Spieler. Das unterscheidet es natürlich von dem Spiel, bei dem man sofort dran denkt, wenn man, oder ich sofort dran gedacht habe, weil ich das zum ersten Mal gesehen habe, nämlich von Aller Erde, weil das hat ja wirklich exakt das gleiche Thema. Gibt es auch Deichbau, gibt es auch, ja, man hat auch einen Bauernhof hinterm Deich. Aber das ist natürlich ein reines Zwei-Personen-Spiel, wobei mit der Erweiterung ja jetzt nicht mehr. Die haben wir noch leider noch nicht, sind wir noch nicht dazu gekommen. Sehr schade, müssen wir jetzt wirklich mal nachholen, gerade jetzt nach dem Tiefen Land, weil ich finde, das Tiefe Land ist ein, ja, ich finde auch, es ist ein interessantes Spiel. Es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich beim Tiefenland ständig das Gefühl habe, ich spiele einen Rosenberg, der irgendwie ein bisschen komisch ist. Also ein bisschen, man merkt schon, dass es kein Uwe Rosenberg-Spiel ist, aber es hat trotzdem so viele Parallelen zu einem Rosenberg-Spiel. Also allein schon wie eben das mit der Vermehrung, mit dem Einzäunen, mit den Gebäuden, die man baut, was die für Effekte haben, mit dieser Auslage. Natürlich, es gibt auch andere Spiele mit Gebäuden, es gibt andere Spiele mit Schafen und so weiter, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist schon sehr, sehr nah an einem Rosenbergschen Expertenspielgefühl dran. Natürlich hat er hier auch mitgemacht, also von daher kann man auch sagen, wen wundert's, aber was ich einfach nur finde, ist halt, ich weiß nicht, es wird fast schon wie so ein Pseudo-Rosenberg. Das hatte ich zum Beispiel bei der ersten Rosenberg Collection, also bei Viticulture, nicht. Das war irgendwie eigenständig. Da hat man das Gefühl, ja, er hat da irgendwie in den Karten, hat er vielleicht sowas beraten, aber man hat nicht das Gefühl, man spielt einen halben Rosenberg. Und das ist irgendwie so ein bisschen ein halber Rosenberg, wo ich mich selber immer so ein bisschen frage, finde ich das jetzt eigentlich gut oder finde ich das nicht so gut? Also, ihr wisst ja, da bin ich so ein bisschen innerlich gespalten. Ich weiß nicht, wie dir es ging. Oder hatte ich das nicht gestellt? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich fand es irgendwie, wie gesagt, diese Deichbaukomponente zwar erfrischend, aber bei diesen, ich finde, es hat schöne Komponenten auch wieder mit diesem Landwirtschaftsding. Es gibt da diese Büsche und Bäume und so Teiche. Ja, das habe ich gar nicht erwähnt. Ja. Da kann man auch dann so ein bisschen Puzzlebauten, ne? Genau, mit diesen verschiedenen Gebäuden. Da gibt es so spezielle Gebäude, wo man sagt, ah, man muss irgendwie, die Bäume dürfen nicht eingezäunt sein oder umgekehrt, ich weiß gar nicht genau. Das ist, glaube ich, ganz schön, vor allem dann, glaube ich, wenn die Leute quasi mal wissen, was es da theoretisch alles an Gebäuden gibt. Ja, ich wurde halt in den ersten Partien dann immer noch da, wird man halt überrascht. Ja, ach, sag, hätte ich jetzt mal so gebaut, dass die Weiden irgendwie, aber man kann natürlich auch nicht wissen, welches Gebäude wann kommt, aber klar, wenn man da mal ein Gefühl für entwickelt, das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, aber viele Dinge fand ich dann auch wieder irgendwie nicht ganz so gelungen. Ich glaube, uns beiden ging es so mit dieser Hofknecht-Mechanik. Ja, die Hofknecht-Mechanik ist etwas seltsam, ja. Da habe ich wirklich auch 5-mal nachgelesen in der Anleitung, die gleiche Stelle, weil ich dachte, ich hätte es falsch verstanden. Ja, also da liegt der Hofknecht, der ist quasi von Anfang an fix halt auf dieser einen Aktion, das ist auch bei allen so. Das heißt, da hat man schon mal keine Auswahlmöglichkeit, dass man irgendwie sagt, hey, legt euren Hofknecht halt hin, wo ihr wollt. Nee, es ist auf jeden Fall diese Karten-Nachsee-Aktion erstmal gehofknechtet und dann kommt mir, ich meine, ich habe wahrscheinlich auch noch lange nicht optimiert genug gespielt. Ich bin ja Bauchspieler. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass jetzt so ultra viele Hofknecht-Symbole sind, da auch nicht zu entdecken. Da kannst du halt vielleicht einmal einen zweiten freischalten. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, braucht man diese Mechanik überhaupt so. Und dann ist der auch wieder dauerhaft. Bei uns war es dann so, dass die meisten haben dann den zweiten Hofknecht immer auf dieses Schafeverkaufen gelegt. Und das haben dann irgendwie, vielleicht ist das dann, da kann man schon noch andere Sachen machen. Aber bei diesem Abgeben am Deich mitbauen, das dann auch noch zusätzlich zu pimpen, dass ich noch mehr abgeben kann. So viele Ressourcen müsst ihr auch erstmal haben. Also es ist definitiv so, dass dieses Spiel tiefschichtig ist. Also ich würde auch sagen, man kann hier natürlich in vielen Partien immer weiter optimieren und vor allem natürlich auch immer besser lernen. Das finde ich jetzt auch in den ersten Partien, fand ich das schwierig zu entscheiden, was ist eigentlich eine gute Deichbaustrategie. Ne? Versuche ich da sozusagen so mich, also natürlich erstmal ist klar, ich lasse die anderen den Deich bauen, ohne dass er bricht, und mache nur Schafe. Das ist natürlich eine gute Strategie, die wird aber nur nicht aufgehen. Ja? Ja, oder umgekehrt, ich baue den Deich und ich baue den Deich und verhindere, dass die anderen Schafe haben. Nee, also das muss man sich halt in den Feinheiten, das ist eigentlich, finde ich, recht zugänglich, aber in diesen Feinheiten muss man sich da halt bestimmte Dinge bewusst machen. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel derjenige ist, der aktuell am meisten zum Deich beigetragen hat und es trotzdem so aussieht, als würde der Deich brechen,
kann es durchaus auch interessant sein, zu sagen, ja gut, Leute, dann bricht halt das. Also gar nicht sich aktiv weiter dran zu beteiligen. Entweder ziehen dann die nachfolgenden Spieler den Deichkarren aus dem Dreck oder das Ding wird halt überschwemmt, weil man ja selber als der, der am meisten beigetragen hat, auch nicht bestraft wird. Und dann kann es plötzlich wieder interessant sein, dann nochmal vielleicht einen kleinen Satz zu machen. Ha, und jetzt müsste jeder irgendwie 3 Deichbruchmarker ziehen. Wobei, ich habe eine Partie wirklich versucht so zu spielen. Da war ich der Deichman und so, hatte echt wenig Schafe und habe mich voll hier, Leute, die Welt geht unter und so. Und die anderen, da haben die Schafe sich vermehrt wie die Karnickel und die haben ja, Sondergebäude und Pipapo. Und am Ende hatten die, ich hatte 0 Deichbruchmarker, weil ich wirklich, oder einen vielleicht, weiß nicht mehr genau, aber ich war da wirklich gut aufgestellt. Und die anderen rechnen ein paar Deichbruchmarker und am Ende ist er gebrochen, alles nach Plan. Aber es waren dann halt doch nicht so viele Deichbruchmarker. Die hatten so viele Schafe und dann heißt für jeden Deichbruchmarker, den du dann am Ende hast, bei dieser finalen Sturmflut, musst du dann ein Schaf abgeben. Das haben die locker aus einer also Hütte, haben die einfach die Schafe. Das haben die gar nicht gemerkt, dass da dann 3 Schäfchen gestorben sind. Ja, also ich glaube, da ist 5. halt, also das Ding ist halt, das ist etwas, was man halt auch mögen muss, dass im Endeffekt das Spiel sich erst nach mehreren Partien da sozusagen eine gute Strategiemöglichkeit auch herauskristallisiert. Ich bin auch jemand, der, aber es liegt vielleicht daran, dass wir so viele verschiedene Spiele immer spielen und natürlich nie so über so einen sehr langen Zeitraum ein Spiel spielen. Ich mag es tendenziell gerne, es kann gern komplex sein, aber ich möchte gerne eigentlich früher wissen, wohin ich spielen oder was gute Strategien sind. Das finde ich schon ganz gut, wenn man das in den ersten paar Partien ein bisschen klarer erkennen kann. Hier ist es halt ein bisschen versteckter und ein bisschen anspruchsvoller. Auf der anderen Seite glaube ich, mein lieber Hunter, es ist auch das Alter, in das wir jetzt langsam kommen. Ja, ja. Häuptling Wilde Himbeere hat die Erstpartie mitgespielt. Der hat sich einfach zielstrebig in der zweiten Runde dieses Sturmflutgebäude gekauft, das Weiden Punkte gibt, also wo man dann am Ende pro Weide 3 Punkte kriegt und dann hat er einfach in der nächsten Runde hat er sein komplettes Zeug da weggeräumt, seine ganzen Stangen, hat lauter Weiden gebaut, lauter Mini-Weiden, die alle 3 Siegpunkte wert waren, hatte dann auch noch das Tableau leer geräumt. Da, ich muss aufhören, auf den Bauch zu spielen. Auf jeden Fall. Naja, also auf jeden Fall das Tiefe Land ist ein gutes Spiel für alle sozusagen klassischen Eurogamer, für alle die aller Erde, wobei, naja, wie gesagt, eine Erweiterung kann man es ja jetzt auch zu mehreren spielen, das müssen wir uns noch angucken, zu dritt, ja. Die können sich das auf jeden Fall mal angucken, die so ein kooperatives Element gut finden, können sich es mal angucken. Bei mir wird es die Rosenbergs nicht vom Thron stoßen können, ja, das muss ich auf jeden Fall sagen. Trotzdem ist es gut, aber... Ist bei mir tatsächlich auch so. Also es ist ein gutes, unter Umständen auch sehr gutes Spiel, je nach Konstellation und wie man sich wahrscheinlich auf diese Deichbaumechanik und vor allem in Vollbesetzung und eben nicht zu zweit drauf einlässt. Ja. Und damit ist es natürlich, füllt es dann doch irgendwo eine kleine Lücke, weil Aller Erde, das spiele ich gern mit meiner Frau zu zweit und das gefällt uns jetzt auch tatsächlich besser Aller Erde, aber es ist natürlich genau das. Das ist jetzt halt so ein bisschen auch ein bisschen kürzer als Aller Erde gefühlt und halt zu viert spielbar und irgendwie auch gar nicht so kompliziert. Also wie gesagt, Häuptling Wilde Himbeere, gut, der hat jetzt auch inzwischen einige Spielerfahrungen auf dem Kerbholz, aber der kam damit auch problemlos zurecht. Er hatte bei der Erstpartie irgendwie 113 Punkte, nicht 76. Nicht verraten. Okay, das war's mit unserer Rezension hier vom Tiefenland. Bald ist BerlinCon, da sehen wir euch hoffentlich. Ansonsten, ihr könnt euch auch noch Tickets holen online auf unserer Homepage. Und ansonsten sagen wir danke, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.